Ein herzerfrisches Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René und es geht weiter mit Let's Play Star Wars Jedi Knight Elite Academy, das aktuellste Spiel auf dem Spielemarkt. Man sagte mir, dass ein Schüler mit ihren Trainingsfortschritten keine Probleme mit dieser Mission haben sollte. Und wir machen heute die Mission, vor welcher ich mich am meisten gedrückt habe. Also ganz ehrlich, die Mission ist so ziemlich die nervigste Mission in diesem ganzen Spiel. Und zwar haben wir einen Kontaktmann auf diesem Planeten, den müssen wir aufsuchen, und wir cruisen die ganze Zeit mit so einem Speeder rum. Ich kann die Teile überhaupt nicht steuern. Man wird ständig verfolgt und irgendwann ist man dann mal kurzzeitig zu Fuß unterwegs und das ist nicht gerade angenehm, wenn ich das so sage. Aber man muss irgendwie schon sagen. Ja, ich kann das ja halt jetzt schon kaum steuern. Okay, man steuert nur mit der Maus. Also man muss treffen Sie den Kontakt beim Außenposten. Also man ist jetzt hier ziemlich lang unterwegs. Irgendwo hier. Gibt es hier noch so ein Tor? Nein! Uah! Scheiße, ich bin tot. So was von down. Boah, Alter. Ist das hier schon? Hier aber rüber springen. Und da rüber laufen? Weiß ich nicht, muss man hier rüber? Leute, ich habe keine Ahnung. Doch, man muss hier sogar rüber laufen. Ich dachte, das wäre viel schlimmer. Also irgendwie hatte ich die Mission noch länger in Erinnerung. Sind Sie der Jedi? Ja, erzählen Sie mir bitte alles über die Jünger Ragnos. Und beeilen Sie sich. Ich traf vorhin ein paar ungebetene Gäste. Und Sie könnten mir gefolgt sein. Wir sollten reingehen. Dort ist es sicherer. Der Kult muss... Bei den Sith. Ich muss hier raus. Gut, also, grob zusammengefasst... käme ich den Weg nicht zurück. Grob zusammengefasst, wir haben jetzt in dieser Mission unseren Kontaktmann getroffen. Da konnte uns keine Informationen überbringen oder uns irgendwas erzählen und der ist dann gleich gestorben und jetzt müssen wir jetzt hier aus diesem Tal abhauen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie man hier den Fuß drückt. Also das gibt ja auch so an Nitro-Fuß, sag ich mal, für die Spieler. Aber die treffen wir einfach, das ist vielleicht ja. Also man muss eigentlich nur die ganze Zeit auf dem Spieler bleiben, aber diese Mission ist halt echt manchmal zum Haare drauf, wenn ich teilweise nicht weiß, wie ich das dann wächst ab und dann hast du keine Chance irgendwie den Spieler zu bekommen, weil die steigen ja auch nicht ab oder die werden einfach drauf. Wer kann sie noch verlieren? Wir haben sie bis jetzt noch nie den Speeder kaputt geschossen oder so. Aber ich glaube, wir sind richtig. Naja, man kann sich hier eigentlich eh nicht verfahren. Also, hier ist hier abgegrenzt. Gott sei Dank. Weil sonst würde ich mich hier gar nicht auskennen. Ja, hier sieht man schon diese hochauflösenden Planeten. Dagegen kann Crisis einstecken, wie sie alle heißen. Crisis Battlefield oder so. Das ist zwar jetzt auch recht fail, weil ja beides von EA ist, aber... Who cares? Ich denke, wir sind jetzt schon fast am Ende des Levels. Oder... Verstehe ich mich da. Wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin vielleicht nochmal zusammen, bevor ich ein Let's Play draus gemacht habe, aber das kommt mir bei euch nicht gut an, habe ich gehört. Uah, Alter, sieht auf, lol. Wie habe ich das jetzt gemacht? Lol, Jaden fährt einfach von alleine weiter. Jaden, das ist nicht okay. Das ist irgendwie, lol, der hat sich gerade selbst geschrottet. Ich glaube, man kann hier vorbeifahren, ne? Ja. Der ist auch noch ein bisschen. Schade. Aber ich bin so froh, wenn die Mission hier vorbeifahren.
weißt, weil sie sind so auf den Sack, die ganze Zeit auf einen draufgeiern. Vor allen Dingen, dass du das Teil nicht mal überhitzt oder so, nein. Aber dafür können sie nicht mal mit ihrem Speeder umgehen und Jane fährt die ganze Zeit mit einer Hand. Und dann hält er sein Laserschwert, also jetzt hier wirklich sein Laserschwert, das ist ja ein anderes, was ihr jetzt vielleicht denkt. Ja, keine Ahnung. Alter, ich bin ja fast tot. Alter, scheiße, ich kann mich nicht heilen. Toll, jetzt bin ich fast tot. Ah, nein, bitte nicht. Ich hab's doch schon fast. Ich bin nicht mehr lang weg. Weit weg, lang weg. Wo ist, wo war Schnellspeicher? Ein herzerfrisches Kuckuck, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das auf einmal so abgeschnitten kommt und warum ich erneut anmoderiere, dann liegt es daran, dass ich aus Versehen, als ich gefragt habe, wo denn Schnellspeichern ist, ich aus Versehen auf Schnellladen gedrückt habe. Und Schnellladen ist bei mir leider, oder ist auf diesem Spiel leider auf die gleiche Taste gelegt, wie bei mir die Aufnahmetaste gelegt worden ist, also auf F9. Das heißt, ich habe schnell geladen und habe dann sozusagen auch gleichzeitig die Aufnahme beendet. Und ich habe es zu spät gemerkt, habe jetzt noch, ich glaube, zwei Missionen vorgespielt und ich habe es erst jetzt gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Was mich zwar ein bisschen ärgert, aber naja, es soll mich ja nicht dran hindern. Sieht aus, als kriege ich den Weg nicht zurück. Dieses Spiel weiter zu Let's Play, beziehungsweise das Spiel weiterzumachen. Also, ich weiß jetzt leider nicht, ob ihr jetzt die Cutscene noch gesehen habt in der letzten Aufnahme, sage ich jetzt mal. Ich glaube allerdings schon, ich muss mir das dann danach nochmal angucken. Zur Not kann ich es immer noch rausschneiden. Das ist ja kein Problem, aber ganz ehrlich, ich habe das total vergessen, weil letztes Mal hatte ich ja schon Schnellspeichern auf F8 gelegt und ich dachte, das hätte das Spiel übernommen, hat es leider nicht. Deswegen darf ich das jetzt alles nochmal machen, was mich allerdings nicht so stört. Bei Splinter Cell hat es mich schon wieder richtig genervt, aber bei Splinter Cell hat mir auch das Spiel irgendwie nicht so... Also das Spiel ist zwar schon irgendwie geil, aber es frustriert dann doch schon ganz schön stark, muss ich sagen. Also mich zumindest. Und es macht halt dann irgendwie auch keinen Spaß und das soll ja Spaß machen. Ich meine, Let's Play ist ein Hobby. Ich meine, es macht mir Spaß, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und für euch ein Video aufnehme und ihr das Video schaut und dann beim Schauen Spaß habt. Das ist mir das Wichtigste, dass ihr beim Video schauen Spaß habt. Und ich mache es halt eigentlich auch nur, weil es mir Spaß macht, weil es ein Hobby ist. Ich bezeichne Let's Play schon als mein Hobby, obwohl ich es noch nicht so lange mache. Das heißt, ein paar Monate, glaube ich, mache ich es erst. Ich muss jetzt erstmal nachschauen, wann ich das erste wirkliche Let's Play-Video hochgeladen habe. Eins habe ich ja schon vor Jahren hochgeladen, habe ich aber dann gleich wieder gelöscht, weil es scheiße war. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich da noch aufgenommen habe. Also, ich hab's zwar schon mit dem gleichen Aufnahmeprogramm aufgenommen wie heute, allerdings noch mit einem richtig beschissenen Headset. So ein Billig-Headset von, ich weiß nicht, wo ich das gekauft habe, auf jeden Fall nur so 15, 20 Euro hat es. Naja, so hat es damals bei mir angefangen, aber. Ja, ich hab's halt dann wieder gelöscht, weil ich halt selber damit nicht zufrieden war. Und wenn ich selber damit nicht zufrieden bin, brauche ich es eigentlich nicht hochladen. Denke ich. Weil, ja, wenn es mir selbst nicht gefällt und ich selbst nicht anschauen würde, dann wollt ihr das bestimmt auch nicht angucken. Gut, also, ihr habt allerdings nicht viel verpasst. Eine Mission, die jetzt mal wirklich ein bisschen länger geht. Vielleicht noch so 2 bis 5 Minuten geht die Mission länger. Okay, und wir haben uns schon ganz schön den Speeder zersmashed. Das habt ihr verpasst, das ist allerdings nicht so schlimm, weil da kann ich immer wieder neu laden, beziehungsweise ich mache jetzt einfach hier weiter. Ich weiß auch sogar, wann ich angefangen habe. Das war ein Fortschritt. Habe ich so lange gesetzt? Naja, da mache ich ab jetzt 27 Minuten, das ist auch nicht so schlimm. Hat der Part nicht die Überlänge? Hatten die anderen Parts zwar auch ein bisschen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich würde jetzt ganz gerne was ausprobieren. Aber ich glaube, ich lasse es lieber, weil ich habe vorher schon so richtig krassen Fail gemacht. Den seht ihr zum Glück nicht, weil die Aufnahme da ja schon längst beendet war, die ich allerdings nicht gecheckt habe. Alter, ja. Wow, Alter. Ist doch gut, Mensch. Macht mir echt noch mein Speeder kaputt. Das kann ich nicht leiden. Ich mag keine Leute, die mir mein Speeder kaputt machen. So. Turbo! Hui!
Also ich weiß noch, beim letzten Mal, als ich hier über die Schlucht gesprungen bin, habe ich Schaden bekommen. Jetzt allerdings nicht, was mich wieder stark wundert, aber naja. Die Logik in diesem Spiel muss man nicht unbedingt verstehen. Logik wird heutzutage viel zu gut werden. Sehen wir ja an. Aber hier kann man wieder sehen, diese hochaufgelösten HD-Texturen da von den Pflanzen am Boden ist ja schon richtig geil. Also dagegen kann ja echt jedes Spiel einpacken, egal ob es Crysis ist, ob es Skyrim ist, keine Ahnung, diese möchte gern High-End-Grafikspiele. Mann, die können da richtig einstecken. Dieser Kult will seine Spuren verwischen. Ja, das sagst du, Kel, du warst nicht mal dabei. Okay, wir sind jetzt hier wieder auf der Minenplattform oder auf der Gasplattform. Danke für die Hilfe, Jaden. Luke sagte mir, du würdest ein fabelhafter Jedi. Jetzt begeben wir uns zu Krildor und kümmern uns um die Minenplattform. Also, wenn ihr euch fragt, wer das ist Wedge, der Pilot aus Episode 4, der der Luke hilft, mit den anderen Piloten den ersten Todesstern zu vernichten. Und der begleitet uns bei dieser Mission. Wir müssen diese Gasplattform zerstören. Und wenn wir die Mission gepackt haben, dann sind wir eigentlich eh schon da, wo diese ich jetzt vorgespielt habe. Sie dachten, wir würden sie nicht finden. Mein Zielcomputer wird deine Signale erfassen. Platziere sie an wichtigen Stellen. Dann verdrücken wir uns. Ich fliege mit vollem Laserbeschuss. Wenn alles planmäßig verläuft, ist deren Verteidigung ausgeschaltet, bevor sie merken, dass wir sie getroffen haben. Okay, alles klar. Sollten wir locker hinkriegen. Okay, Jaden. Beginn mit dem Schildgenerator. Sonst wird das eine kurze Mission. Gut, also hier bekommt man sogar noch eine kurze Einweisung. Star Wars für Anfänger. Immer Schildgenerator zuerst machen. Alter, Mann, der bleibt stehen. Anhand dieses Stormtroopers könnte man das jetzt so vergleichen wie mit der heutigen Situation. Und zwar, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich meine, werde ich es euch kurz erklären. Ich muss jetzt ein bisschen meine Stimme schonen, weil ich in den letzten Aufnahmen schon so viel... Also, was heißt Aufnahmen? Ich habe ja nicht wirklich aufgenommen, was mich ein bisschen stört, weil es war echt nicht schlecht. Also, wenn es aufgenommen hätte, wäre es echt nicht schlecht. Alter. Alter! Ernsthaft? Das gibt's doch nicht! Das andere Teil hält da 10.000 Lichtschwertwürfe aus. Meine Güte. Jetzt haben wir jetzt wieder ein paar neue Freunde. Unsere Jetpack Stormtrooper. Normal wäre jetzt sowas, wo man eigentlich auch machen würde. Nein! Jaden! LOL! Ich hab doch nicht mal den Move gemacht. Was stirbt der dann einfach? Alter, Jaden, ernsthaft? Was macht denn Jaden für einen komischen Move? Ich hab da nicht mal die Tastenkombination dafür gedrückt, Mann. Weiß nicht, wie hat Jaden das gemacht? Ich bin noch nicht mal auf das Ziel gekommen. Mann. Naja, egal. Eben nochmal probieren. Selbst wenn es jetzt ein bisschen ärgerlich ist, aber... Nee, da kommen zwei Missionen. Ich hab doch ein bisschen weiter vorgespielt. Akumis ist echt nicht aufgefallen. Ach, das ist richtig ärgerlich. Naja. Alter, jetzt spring da wieder nicht, Jaden. Ist doch gut. Wenn du keine Lust hast, wieso bist du dann nicht gleich zu Hause geblieben? Dann hätten wir uns hier den ganzen Stress erspart. Ich hätte wirklich ein paar super Aufnahmen, wenn die wirklich aufgenommen hätten. Und du hättest jetzt diesen Sturz nicht miterleben. Aber das ist ja kein Problem. Also auf jeden Fall, was ich jetzt vorher sagen wollte, der Stormtrooper hat mich irgendwie an die... Situation erinnert, die mir selbst stark aufgefallen ist. Und zwar muss man sich als älterer, also ich mit meinen 19 Jahren bezeichnet, auf den alten Sack, muss man sich von der Jugend heute schon einiges anhören. Was? Nein! Jaden! Ernsthaft! Ernsthaft! Was?
Was ist denn los? Alter, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Jane, verarscht mich voll. Jane ist gerade voll am Rumtrollen. Alter, ernsthaft, das kann doch nicht wahr sein. Jane macht irgendwie nicht das, was er machen soll. Zuerst springt er nicht, obwohl er springen soll, und dann springt er, wo er nicht springen soll. Jane, ernsthaft, was soll das? Aber ich glaube, Jane wollte mir jetzt noch eins reinspielen, weil ich vorher so schwach von der Seite angeredet habe. Ich kann jetzt nicht rein, aber ganz ehrlich, du musst dich jetzt nicht immer so persönlich sehen. Ich meine, die Leute wollen uns ja sehen, also die wollen uns ja wirklich sehen und nicht nur mich hören. Die wollen uns ja auch jetzt Action sehen. Also Jane, das kannst du denen jetzt nicht einfach so anziehen. Wenn du das jetzt nochmal machst, dann bin ich aber sauer, Jane, ne? Dann machst du es vorüber für heute. Alter, ernsthaft, der ist richtig rausgefunden. Weil ihm mal der halt auch nie auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ja, klar. Ist klar. Jetzt aber, Quicksave. Und jetzt, Jaden, bitte tu mir den Gefallen. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön, Jaden. Gleich nochmal ein Quicksave machen. Weil es gibt bestimmt ein Achievement. Fallen Sie zweimal von derselben Plattform und schaffen Sie es beim dritten Mal dann endlich aufs Dach. Dankeschön. Vector, Jaden, ich geh rein. Ja, Vector. Weißt du, was ich da gerade für einen Stress hatte, da überhaupt mal hochzukommen auf das Scheißdach? Bring ein Signal im Hangar unter, damit Sie die Luftunterstützung nicht stören können. Meine Güte, ey. Jetzt geht's zack auf zack, ey. Oder Schlag auf Schlag, Zack auf Zack. Schlag auf Schlag. Diese Zerstörung. Einfach Wahnsinn. Lauf zur Garnison. Das sollte ihren Widerstand schwächen. Ja, ja, ist gut. Und Quicksave, nicht, dass wir Jane wieder einen auf. Ja, möchte gern Fallschirmspringer macht. Das läuft so gut. Wow, Wedge, ey, der kann ja richtig gut fliegen. Also wenn ich das machen würde, ich wäre schon längst irgendwo dagegen. Aber ich glaube, der will auch ein bisschen angehen. Und jetzt die Kommunikationszentrale. Der will selber Jedi werden, hat aber selbst nichts drauf, aber er kann gut fliegen. Naja, jeder so, wie er meint. Ich will jetzt erstmal kurz am Überlegen, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, wenn man jetzt hier hochgeht, kommt man dann schneller hier rüber? Ja, würde man, wenn man das überleben würde. Was ich wahrscheinlich nicht werde, aber... Deswegen können wir ja suchen gehen. Also, zuerst muss ich sagen, ich bin kein einziges Mal von dieser scheiß Plattform runtergefallen. Aber jetzt, wo die Aufnahme mal wirklich an ist, da habe ich wieder voll drauf. Da hau ich wieder ordentlich auf. Boah, laggt, Alter. Stimmt, das hätte mir auffallen müssen. Es hat nicht gelaggt. Es hat wirklich nicht gelaggt. Und ich dachte, es läuft so flüssig, dass ich wirklich aufnehme. Hoffe ich naiv ich doch war. Das hätte mich schon leicht stutzig machen müssen. Mir ist es selbst leider nicht aufgefallen. Dafür entschuldige ich mich jetzt nochmal. Aber mein Gott, das kann ja mal passieren. Aber auf alle Fälle, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie wir die Sache hier am besten angehen. Wir müssen jetzt hier rein. Erstmal den Schützenkern machen, weil der so gute Streugewehr hat. Und die Streugewehre sind richtig stark zu machen. Richtig viel Schaden aus. Mann, vorher hatte ich den Macht jetzt auf Stufe 3 und jetzt ist er bloß noch so ein kleines Popelding da. Naja, aber wir werden den Macht jetzt eh bald wieder auf Stufe 3 haben. Spätestens, wenn wir die Mission beendet haben, werden wir die auf 3 hochskillen. Was
gleich mit Schild. Was kommt denn danach? Auf jeden Fall, man muss jetzt hier die Tür aufmachen. Habe ich auch ewig lang, wenn man da mal rauskommt. Nochmal ein Save, der ist nie verkehrt. Was ist denn hier? Warte, ich hab das vorher schon fast verkackt. Boah, shit. Besser. Er ist hier noch ein zweiter. Naja. Starte einen weiteren Anflug. Mann, jetzt habe ich da echt so viel gelabert. Ziele das nächste Signal. Nee. Also man kann mit den Aufzügen zwar runterfahren, aber soweit ich weiß, kann man mit den Aufzügen hoch. Weil der Aufzug hier unten kaputt ist. Sollte man vielleicht mal reparieren lassen. Jetzt müssen wir hier nochmal rein. Jetzt haben wir diesmal eins runter. Genau. Zuerst habe ich ja nicht gewusst, wie welcher Aufzug wo lang fährt. Ich dann gesehen habe. Ich bin übrigens Jaden, ich bin hier der Vertreter bzw. der Mechaniker dieses. Okay, ciao. War schön mit dir. Ich kann mich nicht mal fertig vorstellen. Also ich glaube, der hat schon genug von mir. Der konnte meine Visage nicht mehr sehen und deshalb wurde ich nicht mal 2 Minuten gesehen hab. Alter, geht auch zu schnell. Der konnte mich schon nicht mehr ertragen. Also das ich wollte hier auf jeden Fall nur den Aufzug reparieren, aber wenn sie sich dann gleich in den Strom schmeißen, kann ich auch nichts für. Das ist ja kein Wunder, warum der... Eins noch übrig. Warum der... Geh jetzt zum Kommandozentrum, Jaden. Das ist das größte Ziel. Habe ich den Faden verloren. Warum der Aufzug kaputt ist? Jetzt habe ich es wieder. Habe ich jetzt schon 20 Minuten? Ich weiß nicht. Oh, ich bin so durcheinander, dadurch, dass ich zuerst gedacht habe, ich nehme auf und dann habe ich es nicht. Ah, ich weiß nicht, ich habe es jetzt schon 10.000 Mal gesagt, aber es nervt mich einfach. Ah, dafür könnte man sich die Arschhaare ausreißen. Ich glaube, wir haben die 20 Minuten voll. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein Quick Save. Und beende jetzt hier diesen Part an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.